Guten Morgen, liebe Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Marktkommentar am 31.03. Dienstag. Es ist der letzte Handelstag in dem Quartal. Das Quartal, der Jahresanfang, endet im Verlust. Ich hatte gestern im Marktkommentar geargwöhnt, dass wir hier um den Quartalstermin nochmal Portfoliobereinigungen bekommen werden. Das kann natürlich in zwei Formen laufen und ich habe da definitiv den Weg eher gesehen, dass es hier nochmal zu Reduzierung von Portfolios kam. Jetzt sehen wir aber genau den gegenteiligen Effekt, nämlich dass Marktteilnehmer hier wahrscheinlich Positionen sozusagen in diesem Window Dressing, was eben auch häufig passiert, besser dastehen lassen. Das heißt, dass hier sozusagen entweder investiert wird, beziehungsweise Positionen nochmal nach oben gezogen werden. Das ist sehr häufig auf solchen wichtigen Fondsterminen so. Aber, und das muss man eben wissen, so ein Window Dressing ist immer ein künstlicher Effekt. Das heißt, er wird sozusagen korrigiert in den nächsten Tagen. Das bedeutet letztendlich, wäre der Markt nach unten gegangen, wäre die nächsten Tage dann nach oben gegangen. Geht er nach oben, geht er wahrscheinlich, können ja immer nur von Wahrscheinlichkeiten reden, die nächsten Tage nach unten. Es sieht also so aus. Und einen kleinen Hinweis haben wir da gestern schon drauf bekommen, als wir gesehen haben, wie fest der S&P trotz Trump war, der ja hier schlechte Nachrichten vorbörslich hatten wir hier unten, ja, hatten wir schon gesagt, haben wir uns ein bisschen gewundert, dass der Markt hier diese Stärke aufgewiesen hat. Die Stärke hat er fortgesetzt. Ja, und jetzt sehen wir hier, er setzt einfach diese Aufwärtsbewegung weiter fort. Kommt hier natürlich in den Widerstandsbereich, aber dieses 50% Retracement, die 2654, das ist eigentlich ein schönes Level, was wir für den heutigen Tag hier anlaufen werden und anlaufen können. Insgesamt sehen wir, und ich glaube, das beruhigt die Märkte derzeit auch, eine Verlangsamung, zumindest jetzt hier in Europa mal oder in Deutschland, der Wachstumsraten. Das heißt, wir kommen hier ein bisschen runter. Die absoluten Zahlen, die hier stehen, sind zwar immer noch höher von den neu gemeldeten Fällen, aber die Wachstumsrate kommt runter. Und ich werde heute um 11 Uhr ja wieder mein Update zur Börse und Ökonomie geben. Und da werden wir über diese Basic Reproduction Rate sprechen, oder Ratio heißt es ja nicht, Rate. Werden entsprechend auch darüber das mal besprechen, was heißt das hier für die Börse, wenn hier die Zahlen runterkommen, wird das jetzt weiter so gehen und wie wird die Börse auf solche Zahlen reagieren. Also im Moment definitiv erstmal positiv und so sehen wir eben heute wahrscheinlich jetzt auch erstmal noch eine Unterstützung im Zuge dieses Window Dressings. Wir sehen auch den DAX heute Morgen schon wieder fester. Im Future Live Trading Room haben wir DAX auch gekauft gestern, haben diese Position noch. Und ihr seht hier, ich habe das hier mal so angedeutet mit so einem Dreieck. So Dreiecke sind immer schwer einzuzeichnen, weil sie sich erweitern können. Das haben wir jetzt auch hier wieder gesehen. Also ihr seht hier ein bisschen so diese Linie. Insgesamt ist das eine Konsolidierungsformation, die wir hier sehen. Und wir haben durchaus die Chance, gerade weil sie diese Form von so einem großen Dreieck hat, dass wir nach oben ausbrechen aus diesem Dreieck. Jetzt diejenigen, die länger unserem Marktkommentar bereits folgen, die wissen, wenn wir einen Dreieck identifizieren, heißt das immer, der Markt bricht aus in die Richtung, die vor dem Dreieck war, also sozusagen hier auswärts. Aber wir wissen auch, ein Dreieck ist immer eine Formation, die interessanterweise zu einem Fehlausbruch führt. Das heißt, nach dem Ausbruch geht es mindestens zurück auf die Spitze des Dreiecks. Und das halte ich jetzt eben auch im Zuge dieser Überlegung, die wir gehabt haben, für sehr wahrscheinlich. Das heißt, wenn wir hier oben aus diesem Dreieck ausbrechen, dann kommt die 10.200 bis 10.400 ins Spiel im DAX. Ich glaube aber nicht, dass der nächste Bullmarkt damit startet, sondern dass wir dann relativ schnell wieder zurück in die Spitze des Dreiecks fallen. Generell sprach ich gestern von einem sogenannten Whipsaw-Markt, also hin und her. Wir können das ganz gut sehen, dass
macht es nicht einfach vom Training. Das Gute ist, dass die Bewegungen groß genug sind, aber die Schwierigkeit ist wirklich, wir haben jetzt nicht mehr so diese schönen Trendbewegungen, müssen ein bisschen mehr mit Gewinnmitnahmen arbeiten, mit etwas anderen Trade-Management, was wir eben aber auch hier probieren. Ja, wie sieht es aus im Bund? Ich habe gestern im Bund ein Reaktionslevel für diese ABC-Formation in dem Marktkommentar mitgegeben. Hier nochmal illustrativ das ABC. Das ideale Target war hier. Da sind wir auch im Future Live Trading Room Short gegangen. Ja, das ist noch ein bisschen höher gegangen. Nur ihr müsst euch überlegen, wenn wir sowas machen, diese Zahlen, die hier stehen, das ist alles kein Busfahrplan, sondern das ist eine grobe Orientierung. Und das heißt, also eher wie bei der Deutschen Bahn. Ne? Da soll so ungefähr der Bus kommen, aber der kann auch mal ein bisschen früher, ein bisschen später kommen, meist später. Und hier ist es so, wir haben jetzt dieses Level erreicht, das Reaction-Level, das war für uns ganz wichtig, dass wir jetzt gestern Abend auch diese Abwärtsbewegung gesehen haben, die erste. Wir haben die Position hier Short, das heißt, wir sind jetzt hier im Short, haben aber auch schon einen Gewinnsicherungsstopp hier drauf. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze sich hier entwickelt. Wenn das Ganze eine ABC war, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir gehen direkt in den Akzelerationsmove. Halte ich persönlich aus verschiedenen Gründen für unwahrscheinlich, weil ja das EZB-Programm gestartet ist, immer noch wirkt und auch immer noch die Hoffnung da wirkt. Was ich eher glaube, ist, dass aus einer kleinen ABC eine große ABC wird, also hier ein A, dann hier irgendwo ein B und dann nochmal irgendwo ein C. Natürlich, beide Szenarien sind möglich. Für uns nur wichtig hier oben erstmal, wir wollen jetzt eigentlich keine neuen Hochs hier sehen. Falls das der Fall ist, wird die C-Welle hier länger werden und wie gesagt, deswegen haben wir auch schon Gewinnsicherungsstops hier drin. Wir werden jetzt hier nicht aggressiv gegen den Trend arbeiten, weil natürlich hier, das müssen wir auch ganz klar sagen, haben wir natürlich hier auf den kurzen Zeiteinheiten, auf den ganz kurzen, haben wir schon sowas wie einen Aufwärtstrend, aber auf den etwas größeren eben noch nicht. Ja, und da würde auch ein neues Hoch nichts dran ändern. Da müssten wir jetzt hier erstmal konsolidieren und dann ein neues Hoch machen. Im Moment klassisches ABC, so wollen wir es auch handeln. Und Euro-US-Dollar hat eine ziemlich starke Gegenbewegung gemacht. Ich habe auch gesagt, auch hier sehr viel aufgrund technischer Faktoren und fundamentaler Faktoren, die kurzfristig wirken. Also Swap-Geschäfte, Finanzierungsgeschäfte, die die Zentralbanken angeboten haben, um den Markt hier unten zu entspannen, was ja auch gelungen ist. Jetzt muss man wissen, so Zentralbanken können temporäre Entspannung herbeiführen, sie können aber nicht eine Grundtendenz im Markt dagegen stehen. Also beste Beispiele, weil die Abwertung des britischen Pfunds gegen die Soros mal spekuliert hat, aber auch andere große Währungen, türkische Lira und dergleichen, wo entsprechend Zentralbanken versucht haben, gegenzuarbeiten. Das funktioniert temporär gut, aber langfristig eben nicht. Und wir glauben eben an den Langfristtrend aus fundamentalen und technischen Faktoren. Und ja, diese bewerten deshalb diese Aufwärtsbewegung auch nicht über oder wollen die auch nicht überbewerten und sehen jetzt hier den Euro auch schon wieder ein bisschen abwärts in der Abwärtsrichtung. Momentum fehlt noch, ein bisschen Fahrt fehlt noch, aber kann ja durchaus noch kommen. Tendenziell auf jeden Fall für uns weiterhin Short. Bund hat jetzt hier Reaction Level erreicht. DAX ist noch auf dem Weg zu seinem Reaction Level nach oben, genauso wie der S&P noch auf seinem Weg zu dem Reaction Level nach oben ist. Also alles ein bisschen unter diesem Monatsblickwinkel. Und so gehen wir erstmal heute in den Tag hinein. Ich wünsche euch gute Trends. Bis später um 11 Uhr. Bye bye, euer Birger.